So, ich bin gerade hier an meinem Schreibtisch, habe ich gerade was geschrieben und dann dachte ich mir, ich vlogge noch mal was. Wir waren nämlich heute im Wald mit der Schule beim, bei so einem Naturschutz irgendwas. Da haben die so, das sind so Biologen vom Wald, da sind wir in den Wald gegangen und dann haben wir da ganz viele Insekten gesammelt und das war richtig lustig, weil einer hatte so eine Spinne gefunden, so einen riesen Spider, die sahen so ekelhaft aus und wir haben, in verschiedenen Gruppen waren wir und dann haben wir alle zusammen immer gesucht. Wir haben auch einen Tippi gefunden, da sind wir dann reingegangen, das war mega cool. Und wir haben uns die kleinen Dinge dann unter den Mikroskopen angeguckt. Und ja, die Spinne, die wir gefunden hatten, die hatte so viele Haare, dass unter dem Mikroskop sah die richtig ekelhaft aus. Ihr hattet ja in meinem letzten Vlog gesagt, dass ihr gesehen hattet, dass ich irgendwie Schminke drauf hatte, aber ich hatte da keine Schminke drauf. Ich habe auch keine Wimperntusche da drauf. Meine Lippen sehen immer so rot aus. Ihr dachtet schon, ich hätte Lippenstift drauf, aber ich habe gar keinen Lippenstift. Ich hatte ja früher im Vlog gesagt, dass ich die Wimpern immer mit der Spucke hochmache. Aber da habt ihr mir empfohlen, so durchsichtige Wimperntusche zu kaufen, so Wimpernbalsam. Und dann habe ich das auch gekauft. Als erstes hatte ich den hier. Aber der hat immer so weiße Streifen auf den Wimpern hinterlassen. Ihr könnt auch da sehen, da ist so weiß dran. Ich weiß nicht, ob ich das erkennen kann, aber auf jeden Fall war das nicht so gut. Und dann habe ich mir das hier gekauft. Und das war aber richtig gut. Da mache ich mir auch manchmal immer die Wimpern hoch mit. Und deshalb sah das vielleicht so ein bisschen aus, als hätte ich Wimperntusche drauf. Aber ich habe mir immer dieses Wimperngel. Ich mache auch Reiterferien auf so einem Reiterhof von Dienstag bis Freitag. Ich weiß nicht, ob ich das schon euch erzählt habe. Aber da mache ich Reiterferien auf meinem Hof. Also da gehe ich von Dienstag bis Freitag immer 3 Stunden. Dann können wir Pferde putzen. Also in der zweiten Osterferienwoche. Gehen wir Pferde putzen, Pferde satteln. Da lernen wir ganz viel Neues dazu und wir können sogar reiten. Das ist so cool. Ich freue mich schon sowas von da drauf. Und ja, jetzt gleich, glaube ich, gucken wir noch was im Fernsehen. Wir gucken nämlich immer Jeremy's Next Topmodel manchmal. Und ja, dann wollte ich euch noch zeigen, dass meine Mama gerade am Basteln ist für meine Ecke da hinten. Weil diese Ecke hier ist ja immer meistens nackt. Und da wollten wir mal was hinstellen. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen, was die nämlich gerade am Basteln ist. Wir gehen jetzt mal raus aus meinem Zimmer. Es ist gerade ein bisschen dunkel, weil ich habe hier kein Licht an. Jetzt gucken, wie ich die Treppe nicht runterfalle. Die bastelt nämlich gerade eine Kaktuslampe. Die ist noch nicht ganz fertig. Die haben wir hier erstmal mit Kleister und Zeitungspapier haben wir die so wie Pappmaché da drauf gepappt und dann haben wir ihn erst weiß angemalt und dann grün und dann kommt da noch dunkelgrün drauf und dann wird dann noch so eine Lichterkette, das werden dann die Stacheln, also diese kleinen Dinger von der Lichterkette, dann haben wir den in so einen Blumentopf reingesetzt. Wir hatten den nämlich im Gartencenter mal gesehen, aber da war der viel zu teuer und der war auch viel kleiner und dann hat meine Mama gesagt, komm, wir basteln den einfach selber. Jetzt ist der sogar größer geworden. Das ist halt richtig cool. Und ja, jetzt freue ich mich auf Jeremy Cakes Topmodel. Achso, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe eben mit meiner Freundin hier so Tattoos gemacht. Da. Und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Und meine Freundin wollen sich vielleicht später was tätowieren lassen. Aber ich finde das nicht so schön. Weil ich stelle mir vor, das geht dann nicht mehr ab. Und wenn man ein bisschen älter ist, dann ist man so ein bisschen verschrumpelt. Und dann ist das immer noch da. Und ich finde das halt nicht schön, wenn man das tätowiert hat. Aber ja, ist nicht meine Entscheidung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch später tätowieren lassen wollt. Oder ob ihr das machen würdet. Ich würde das auf keinen Fall machen.
Nee. So, wir haben jetzt endlich Osterferien. Oh, ich liebe es, wenn wir Ferien haben. Da kann man auch so schön lange aufbleiben. Und es ist richtig schönes Wetter heute. Und ja, ich muss euch mal erzählen, gestern waren Celine und Diana bei mir. Die waren noch etwas länger hier, weil es waren ja Ferien. Es waren ja Ferien und das ist richtig cool. Aber wir haben das, Celine hat die Haare gefärbt. Das haben wir auch live gestreamt. Vielleicht habt ihr das ja gesehen. Und ja, wir hatten 1643 Zuschauer. Das war richtig cool. Und ja, wir haben das, Celine hat die Haare rot gefärbt, ein paar Strähnchen. Und dann ist aber leider mein Boden ganz rot geworden. Überall alles war rot. Mein Schreibtisch, der ganze Boden. Da mussten wir das heute Morgen erstmal eine Stunde oder so putzen. Und es hat so lange gedauert. Danach war ich auch ganz rot, meine ganzen Socken und so. Und dann bin ich erstmal duschen gegangen. Ja, das war nicht so gut. Gleich wollen wir auch noch einen Ausflug in dieses Panabora. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kann euch ja mal einblenden. Meine Mama blendet es euch da mal ein. Das ist so ein riesen Aussichtstor und da kann man so Wege hochwandern im Wald. Ich liebe Wälder. Ich war im Kindergarten auch schon richtig oft in meinem Wald. Und da wollen wir heute mal hin. Mein Papa ist jetzt gerade noch Tennis spielen. Ich weiß nicht, ob man die Bälle da schlagen hört oder den Abzieher vom Tennisplatz. Und wir warten jetzt nur noch auf den und da geht's auch schon los. Ich freue mich so. Schaut mal, wir sind jetzt angekommen. Da vorne ist schon der Turm. Der ist riesengroß. Ich muss mir gleich auch noch was Sonnencreme ins Gesicht schmieren, glaube ich. Weil es ist jetzt ziemlich sonnig. Hier braucht man auch gar keine Jacke. Und ja, dann gucken wir, was wir hier so machen können. Mal, wie viele Türme es hier gibt. Der Panabora Turm ist 34 Meter hoch. Ich glaube, wir fangen hier an. Da. Jetzt gibt es aber erstmal ein Sandwich Eis. Wir gehen zuerst jetzt zum Baumwipfelpfad. So, da müssen wir noch überall hoch. Mir schwindelig. Oh. Merkst du, wie es wackelt? Komm jetzt wieder runter. Merkst du, wie es wackelt? Ja, Papa, du hast es schon tausendmal gesagt, bitte. Wackelt echt? Mama, ja. Hör auf! Natürlich wackelt das. Das muss wackeln. So, wir sind jetzt wieder von Panabora zurück. Und das war richtig cool auf dieser Aussichtsplattform da oben. Der Turm hat auch ein bisschen gewackelt, das war schon ein bisschen unheimlich. Ich dachte, gleich kracht da ein. Gleich passiert's. Aber zum Glück ist es nichts passiert. Es wurde auch schon ein schwindelig, weil es immer so sich so gedreht hat. Immer so. Immer weiter nach oben. Und dann konnte man da so verschiedene Spiele an so Apparaten oder sowas machen. Und das war richtig lustig. Ich habe da so ein Puzzle gemacht. Und dann waren wir noch bei so einem Labyrinth. Das sollte eigentlich ein Labyrinth sein, aber da waren die Bäume halt noch nicht so hoch gewachsen, dass das kein Labyrinth war. Aber es war schon ein bisschen für die kleinen Kinder und so. Man hatte schon, musste mal gucken, wo jetzt eine Sackgasse ist und wo nicht. Einmal, da mussten wir sogar etwas drüber klettern, weil wir den Ausgang nicht gefunden haben. Und ja, dann sind wir noch so hier Spieltunnel gegangen, haben wir auch gefilmt. Da hat es richtig Spaß gemacht.
Und dann waren wir noch auf so einer Schiffschaukel, keine Schiffschaukel, sondern so eine Schaukel, da war wie so ein Sessel, da konnte man sich so anlehnen, dann wurde man so angeschubst, also dann hat ein Papa mich angeschubst. Einmal war meine Mama mit drauf und der wurde dann kotzschlecht, weil die kann auch keine Achterbahn fahren und so und ja. Und am Ende haben wir noch einen Zuschauer getroffen, einen Fan. Und ja, falls du das hier siehst, viele liebe Grüße an dich. Und jetzt haben wir erstmal riesen Hunger, weil ja, wir haben auf dem Weg nur Gummibärchen gegessen. Und deshalb fahren wir jetzt zur L'Osteria und essen da erstmal eine leckere Pizza. So, wie man hört und auch ein bisschen sehen kann, gleich im Hintergrund, ist hier sehr voll. Ich muss leider so schreien, das hätte mich keiner verstanden. Und ja, bei den anderen Leuten sieht die Pizza gerade so geil aus. Und bei uns ist immer noch nicht die Pizza da, denn der Teller ist einfach leer, die Pizza da. Jetzt gerade hier am Backen. Ich kann euch hier auch mal mein Chaos zeigen. Das ist das ganze Chaos hier. Dann morgen gehen wir zu meiner Tante und zu meinem Onkel an Ostern. Da backen wir einen Osterkuchen, was jetzt kein richtiger typischer Osterkuchen ist. Aber lasst euch am besten überraschen, weil dazu gibt es auch noch ein Video. Und das wäre ein bisschen schade, wenn ich euch das jetzt schon verraten würde. Und da sind wir halt immer so viele und deshalb bringen wir immer einen Kuchen mit. Meine Mama, die hat hier als Glasur so komisches Color-Melz oder was auch immer gekauft. Und das mag ich nicht. Und deshalb gehen wir jetzt gleich nochmal zu Rewe. Und dann kaufen wir ein neues. Bis gleich. So, wir sind jetzt gerade hier im Rewe und wir müssen jetzt gucken, wo der Zuckerguss ist. Hab keinen Plan, wo jetzt der Zuckerguss ist, aber den werden wir schon finden. So, ich bin hier mit den Heelys unterwegs, rolle ich auch immer so, nicht wundern. Das macht hier richtig viel Spaß, wenn ich mal richtig gut rolle. So. Ah, hier kommen wir der Sache ja schon näher. So. Käsekuchen, Muffins, kleiner Kuchen, Motivkuchen. Oh, das haben wir doch auch mal gemacht mit den Hasen. Haben wir das mal gemacht? Fertigen Zuckerguss. Nein, hier ist kein fertiger Zuckerguss. Oh. Nein, 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 nein. So. Wir hatten jetzt eine Idee, weil es hier keinen Zuckerguss gibt. Nur, da müssen wir uns ihn anmischen. Wir haben jetzt einfach zwei Zitronenkuchen, zwei ganz günstig genommen. Und jetzt holen wir einfach die Glasur da raus und färben die rosa. Das ist geil. So, wir sind jetzt wieder vom Rewe zurück. Der Kuchen ist jetzt im Ofen. Und ja, ich komme jetzt ja wieder zurück auf mein Tauschpaket, weil ihr habt die 500.000 Daumen nach oben wirklich geschafft. Danke nochmal dafür und natürlich halte ich mein Versprechen auch. Und dann mache ich auch mal ein Fan-Tauschpaket. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das machen werde und mit wem. Bitte, bitte, schreib jetzt nicht alle, kannst du das mit mir machen? Bitte, bitte, ich kann das gar nicht mehr alles so beantworten. Und ja, ich werde euch aber noch rechtzeitig alle Infos zu dem Tauschpaket geben. Und ja. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ist mir gerade so spontan eingefallen, was euer schönstes Ostergeschenk war, weil bei mir ist morgen ja schon Ostern, also das Video kommt ja immer ein bisschen später raus und ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Bei dem nächsten Vlog werde ich dann auch erzählen, was mein schönstes Ostergeschenk war. So, und jetzt komme ich noch zum Shoutout. Auf Play! Yay! Also, heute habe ich zwei Kommentare für euch. Das eine ist ein Spam-Kommentar, das wollte ich euch auch mal vorlesen, weil ich das richtig lustig finde, dieses Kommentar, weil die ist einfach unnötig. Also, erstmal komme ich zu dem netten Kommentar von der Anna-Maria Stemmler. Ich blende euch das Kommentar ja auch nochmal hier oben ein. Sie hat geschrieben,
Ich habe schon viele Methoden ausprobiert, Schleim herzustellen. Aber leider hat keine Methode geklappt. Deshalb habe ich mir Schleim gekauft. Ich glaube, ich muss mir bald auch Schleim kaufen, wenn jetzt die Methode, die ich jetzt ausprobieren möchte, auch nicht klappt. Also, bei mir hat es auch nicht funktioniert. Und jetzt komme ich auch schon zum Hater-Kommentar. Die Valentina Colazzo, mir ist egal, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die hat nämlich geschrieben, du bist dumm. Okay. Du bist hässlich. Dumme Kuh, schau mal, wie peinlich du bist. Ja, Valentina, das ist aber sehr einfallsreich, dein Kommentar. Dazu sage ich jetzt eigentlich gar nichts mehr. Also ich lache mich darüber eigentlich nur kaputt, weil... So, das war's jetzt auch schon mit meinem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.